Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in Makedonien. Frühling 349 ist es. Zwei Ärgernisse gab es in der letzten Folge. Zum einen der Verlust eines wertvollen Schiffes. Wir bauen gerade nach hier, denn wir haben immer noch vor, hier rüber zu setzen, um Tassos zu belagern. Möglicherweise ist ein Angriff zu schwierig für uns, aber eine Belagerung sollte drin sein. Wenn wir einmal mit dem Schiff daneben stehen, glaube ich... Also einmal hier eine Einheit müsste fast schon genügen. Sie dürfen dann bloß kein Schiff heranführen. Das ist der Punkt. Ja, das würde zur Belagerung führen. Und zum Zweiten, das zweite Ärgerliche ist, dass hier der Feind mit der Kavallerie ganz viel unseres Gebietes erobert hat und dadurch auch Nachschub teilweise fehlt. Wobei Amphipolis ja Gott sei Dank hier auch noch Nachschub liefert. Insofern nur halb unangenehm. Was aber langsam richtig doof wird, ist... dass Chalkidike hier uns Land immer weiter stiehlt. Dieses fällt jetzt auch, wenn die so weitermachen. Ich weiß gar nicht, wie man das verhindern kann. Wir können natürlich mit unserem General, könnten wir dagegen stehlen. Aber die haben ja gar keinen General. Die machen das irgendwie aus sich selbst heraus. Vermutlich, weil diese Stadt hier so groß ist und hier so richtig Druck ausübt, könnte ich mir vorstellen. Insofern wäre es vielleicht eine Überlegung wert. Man kann ja hier, das habe ich bisher noch nie genutzt, aber vielleicht ist das jetzt mal der Moment, man kann hier die Geburtenpolitik für jede Stadt einzeln einstellen. Und wir könnten ja mal sagen, dass wir Amphipolis komplett maximieren wollen mit den staatlichen Zuschüssen, damit die auch schneller wachsen. Wäre mal eine Maßnahme, ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Auf jeden Fall ist eine gute Nachricht, dass wir unsere Steine jetzt wieder zusammen oder endlich zusammen haben, damit wir auch die letzte Stadt hier reparieren können, nämlich Lynkestes. 19 geben wir dafür aus. Bleibt fast nichts übrig, aber das ist jetzt ein wichtiger Schritt. Wir haben außerdem eine Kavallerie hier gebaut und ich bin der Meinung, dass wir direkt auch sogar noch eine bauen sollten. Wenn ich mir anschaue, wir haben minus 4,1% Armeegröße, das geht. Deswegen machen wir das nochmal. Geben wir nochmal 6 Gold aus, 5 Eisen. Weil die Berittenen sind jetzt gerade in diesem unwegsamen Gelände richtig gut und wichtig für uns. Ich lerne die immer mehr zu schätzen, muss ich einfach mal so sagen. Ja, damit haben wir erstmal die Baumaßnahmen soweit erledigt. Dann gehen wir mal zu den einzelnen Fronten durch. Genau, hier hatten wir darauf gewartet, dass wir endlich hier losziehen können und den Steinbruch erobern können. Das wäre ja mal was. Das wollten wir... mit Alekandros her, glaube ich, machen. Genau. Mit den Selbstversorgern. Die sollten wenig Probleme haben. Und was sehe ich da? Da ist ein Nomade drauf. Aber warum ist das ein Fragezeichen? Ach, wartet mal. Das ist gar nicht mehr... Das ist in einem anderen... Hä? Hier haben sich die Grenzen so komplett verschoben. Das ist ja alles anders als gedacht. Okay, mal ganz kurz gucken. Das ist... Hier ist Dorf Antipraia. Wem gehört das jetzt? Unbekannt. Was ist denn bitte unbekannt? Gibt es hier eine neue Fraktion, die wir noch nicht kennen? Und wie lernen wir die kennen? Indem wir sie jetzt angreifen, oder was? Oder ist das eine neutrale... Ah, unabhängige Städte. Ah, okay, alles klar. Die gehören zu den Unabhängigen. Ja, wir sind ein bisschen angeschlagen. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt keinen Widerstand erwartet. Geringe Chancen ist nicht gut. Das ist nicht das, was wir wollen. Hier sehen wir aber auf jeden Fall mal, das ist auch wichtig, die nächste Stadt hier des Gegners. Okay. Dann würde ich sagen, also zwei Städte haben die noch. Dann würde ich sagen, ziehen wir uns erstmal wieder zurück. Wobei wir stehen dort. Ne, hier stehen wir auch gut. Ist auch Wald. Man weiß ja nie. Der ziehen wir wieder zurück. Ist halt so. Ich glaube, sie haben keine Einheiten nach wie vor. Deswegen erlaube ich mir weiter hier eine Selbstheilung. Wie sieht es in Lunik aus? 96% Zufriedenheit. Die Truppe ist jetzt immer noch nicht geheilt. Dann auch hier weiter Selbstheilung. Aber das sind ja interessante Erkenntnisse. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal sehr genau Bescheid, was hier los ist. Das ist Korkyras Gebiet. Das sind noch die restlichen Zipfel von Ankelea. Das Gebiet ist jetzt gewissermaßen geteilt. Das ist ihre neue Hauptstadt. Sollte aber kein Problem sein. Und dann gibt es zwei unabhängige Städte, Kerax und Antipatraia. Ist auch schon attraktiv, ne? Diese dicken Städte sich zu holen. Das würde schon ein fetter Machtgewinn sein hier
Noch 4 weitere Städte. Na gut. So, gut. Das hätten wir. Hier unten bewegt sich nichts. Hier werden wir jetzt in der Lage sein, uns zu befestigen. Und damit wird das jetzt hier so eine... Ja, so eine Front, an der sich die Krieger gegenseitig belauern. Ist aber auch in Ordnung. So, dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt können wir eine Brücke bauen. Wie sieht's aus? Das wäre doch jetzt mal echt ein Projekt. 2 Holz. Kein Thema. Wir können sie bauen. In einer Runde ist sie fertig. Sie sieht ja jetzt schon fertig aus. Ich probiere einfach mal frecherweise. Nein, sie ist aber noch nicht fertig. Okay, alles klar. Naja, nächste Runde können wir das dann erobern. Und dann... Die Frage ist, wir müssen doch... Ah, das Schiff ist noch nicht da. Das ist, glaube ich, noch im Bau. Aber dann können wir eigentlich auch gleichzeitig nach Tassos. Nee, können wir nicht, weil wir in Neapolis die Stellung halten müssen. Obwohl, die Zufriedenheit ist relativ hoch hier mit 132. Vielleicht können wir die Stadt sogar schon alleine lassen und hier rübersetzen. Das wäre doch mal was. Krenidis, das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir leider stehen bleiben. Also gibt es hier auch nichts zu tun. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir unser Land erstmal zurückerobern. Also, da werden wir jetzt diese Kavallerie erstmal nehmen. Und, tja, reiten wir erstmal hier hin. Ne, wir reiten hier hin. Dann hier hin. Okay, jetzt ist das Gebiet erstmal schon wieder in unserer Hand. Sehe ich doch richtig, ne? Ja, ist es. Ja, ich meinte, wir reiten den mal nach, ne? Wir gucken mal. Gucken wir erstmal hier. Vielleicht treffen wir auf die Einheit, die wir suchen. So, das ist jetzt wieder unsers. Wir können uns noch 5 Felder bewegen. Ab da haben wir keinen Nachschub mehr. Und da haben wir den Gegner. Ungewisses Resultat. Da ist eine Brücke. Da haben wir Nachschub. Stehen als Verteidiger sehr gut. Ich würde sagen, dann positionieren wir uns erstmal da. Wobei... Alles vom Terrain nicht gut. Ich will ihn nicht wieder da durchlaufen lassen. Aber eigentlich müssten wir doch irgendwie so eine Kontrollzone haben, oder? Ich weiß nicht. Wir gehen mal dahin. Können wir besser verteidigen. So, der Nomade bleibt dort stehen. Können wir jetzt hier ein bisschen nach vorne gehen? Mit 3 und 2,6 können wir bestimmt. Ja. Hier haben wir jetzt wieder Versorgungsproblemchen. Naja. Zug ist ja auch erstmal beendet. Die Peltasten, die sind da eigentlich nicht so gut aufgehoben. Hier schon besser. Okay, wir erobern uns auf jeden Fall jetzt mal wieder ein bisschen Puffer zurück. Das ist schon mal gut. Wir brauchen aber eine weitere Kavallerie. Die haben wir hier auch schon gebaut. Die wird jetzt hier richtig helfen können. Schaut mal. Die kann hier richtig vorangehen. 14. Na, dann bringen wir sie auf die andere Einheit. Dann beschützen die sich gegenseitig. Ist doch eine gute Sache. Okay. Mit der können wir das nächste Mal dann das ganze Gebiet hier erstmal für uns so ein bisschen abstecken oder erkunden. Geht vielleicht sogar richtig voran. Und hier, ja, es war die Idee mit dem Nomaden, dass wir hier irgendwie siedeln. Aber das ist jetzt mir zu riskant. Das lassen wir mal sein. Okay, General brauchen wir nicht gucken. Wir gehen mal die anderen Einheiten durch. Du kannst dich nicht weiter bewegen. Bleib mal dort stehen. Du sollst auch dort stehen bleiben. Wen haben wir noch? Dich haben wir. Halikarnassos waren wir jetzt noch nicht, ne? Ich kann da nicht ausladen? Kann sich nicht aufhalten auf dem Terrain? Hä? Müssen wir jetzt leider noch eine Runde warten. Oder... Ist das möglicherweise gar kein legitimes Ziel, was ich hier ansteuere? Weil das ein untergebenes Reich ist. Das kann natürlich sein. Vielleicht geht das hier gar nicht. Na gut, dann, das ist kein Problem. Wir bleiben dann hier auf dem Lande und werden dann in die Hauptstadt der Achämeniden reiten. Wenn das so ist, dann machen wir das eben. So, im Übrigen, wir haben jetzt wirklich wieder viel Nahrungsüberschuss. Das fällt mir noch ein. Ein Nahrungshandel muss zu Ende gegangen sein und wir sollten das nochmal neu verhandeln. Wir fragen mal, wer braucht Nahrung? Hier handeln wir schon Nahrung.
Chalkidike, genau. Das war der Handel, der zu Ende gegangen ist. Ich werde Ihnen das nochmal anbieten. Und zwar bieten wir Nahrung an. Machen gleich mal 4. Und fragen nach 4 Gold. Wir hatten das letzte Mal 3-3. Mal schauen. Das wäre ganz gut für uns. Wir haben jetzt auch Getreidefelder ordentlich gebaut. Das sollte funktionieren. Okay, beenden wir die Runde. Okay, die unbekannten Städte greifen dort... Was? Die greifen auch aktiv Städte an? Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob das gut für uns ist oder schlecht. Ich meinte, wenn die sich da gegenseitig schwächen, ist das eigentlich eine gute Sache. Ah, will er schon wieder da rumtricksen. Hat uns jetzt umkreist. Wir werden da im Moment nicht versorgt, glaube ich. Aber da können wir rausreiten. Okay, das ist Karien, muss ich mir mal merken. So wie die Mächteverteilung ist dort, könnte ich mir fast vorstellen, dass Athen aus ihrem Stammland rausfliegt und möglicherweise nur noch in Kleinasien überlebt. Naja, vielleicht kann sich Mysien da noch ein bisschen halten. Im Moment sieht es nicht so aus. Schaut mal, Athen geht weiter vor. Ach, da haben die noch eine Insel. Na, aber die ist zu weit entfernt von uns. Lydien greift jetzt auch noch Mysien an. Pergamon ist aber eine riesige Stadt, die sollte nicht so einfach zu erobern sein. Bis da sind die Achämeniden schon gekommen. Okay, Krieg mit Phrygien. Auch interessant. Und da unten sind... Okay... Mal. Blut überströmt. Wow, das müssen starke Einheiten sein, die so angeschlagen den Gegner noch erledigen. Wahnsinn. Okay, unser Schiff ist wieder da. Hervorragend. Damit haben wir auch was vor. Sehr gut. Ja, das ist die neue Zivilisation. Auf Bithynien sind wir gestoßen. Das ist eine der kleinsten Fraktionen mit einer der kleinsten Bevölkerung. Eine der schwächsten Fraktionen mit einer der schwächsten Wirtschaft. Okay. Joa. Gucken wir uns aber... wartet mal. Wir gucken uns das mal auf der Karte an. Ach so, aber das waren nicht die. Das waren weiterhin die Neutralen. Das ist nochmal was ganz anderes. Die müssen sich selbst... gebildet haben. Ja, das wurde akzeptiert. Hervorragend. Plus 4 Gold mehr. Sehr gut. Sichert ja auch hier unsere Verbindung. So, mit den mächtigen Boeotien, die uns bewundern, können wir jetzt auch Feldsichtbarkeit haben. Das ist gut. Sehr gut. Karawanen wurden angegriffen. Schlecht. Aber auch jetzt nicht übermäßig dramatisch. So, wir gehen jetzt trotzdem mal hier rein und gucken mal, ob das jetzt nicht doch geht. Doch, wir können doch Halikarnassos besuchen. Na prima, Erfahrung steigt, sehr schön. So, das ist aber eigentlich jetzt gar nicht dran, sondern wir gehen in unser Reich und überlegen,
wie wir unsere Mittel investieren. Steine. Wir haben jetzt erstmal keine Stadt mehr zu reparieren. Wir könnten die Goldminen reparieren, aber ich finde fast noch attraktiver den Bau einer Schmiede, weil uns das nämlich Steine mehr bringt. Und ich habe hier schon einen Ort, der ganz cool ist. Hier, Schmiede. Kostet 10 Steine, 10 Gold und ein bisschen Holz und Bevölkerung auch. Wird dann Kohle verbrauchen, dann wird es kritisch mit der Kohle im Übrigen. Und ich habe gesehen, wenn wir die Schmiede, schaut mal, wenn wir die hier hinbauen, dann werden 4 Ressourcen abgedeckt. Und ich glaube, mehr ist hier nicht drin. Wenn wir hier, ich dachte zuerst hier, dass wir die 3 Minen haben, aber wenn wir hier oben hingehen, haben wir die 4. Und das ist schon eine super Sache. Insofern bauen wir die nördlich von Edessa. Hauen wir das raus. Okay. Gut, und dann machen wir das nächste Mal die Reparatur der Goldminen. Wir gucken nochmal, ob irgendwas ganz Wichtiges noch passiert ist, was wir übersehen haben. Nö, das sind alles nur unsere Einheiten. Okay, dann denke ich, werden wir jetzt im Moment nichts mehr tun. Minus 4,3 Armeegröße. Dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier mit dieser neuen Situation umgehen. Also klar ist, dass unsere Einheiten im Moment zu angeschlagen sind, um hier vorzurücken. Die muss weiter dort bleiben, kann sich auch nochmal heilen. So. 0,3, das ist ja nix. Sehr erbärmlich. Wir bräuchten hier eigentlich mal eine richtige Heilung. Die ist so angeschlagen. Das hätten wir doch vorher hier irgendwo erledigen sollen. Ja, ist aber jetzt schwierig. Können wir im Prinzip nicht richtig machen. Nee. Müssen da auf Selbstheilung gehen. So, was ist jetzt hier mit diesem Krieger da, der Neutralen? Wie gehen wir jetzt hier vor? Die Armee ist auch nicht ganz fit. Ich würde sagen, wir erobern uns hier noch ein bisschen das umliegende Land. Ja, ich guck mal ganz kurz. Das könnten wir eigentlich auch mal in unser Gebiet holen. Aber können wir jetzt, wenn wir hier hingehen, auch nochmal heilen machen? Ne, nur im Inneren, aber nicht Selbstheilung. Naja, dann holen wir uns noch dieses Gebiet, dieses Stückchen. Okay, da steht er. Alles klar, haben wir ein bisschen die Grenzen konsolidiert. Und dann beobachten wir mal weiter, wie dieser Kampf hier ausgeht. Er wird möglicherweise das nächste Mal nochmal angreifen. Das ist ja noch in Ordnung. Ah, wir können doch wieder zurückziehen. Gut. Dann kannst du jetzt dort bleiben. Wir haben immer einen inneren Heilig, nicht wegen Loyalität und Moralverlust. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. Gut, hier unten tut sich nichts. Die Armee ist regeneriert. Die Frage ist, ob man jetzt vielleicht sogar mal in die Offensive gehen kann. Oder ob wir diese Armee hier abziehen und an eine andere Front schicken. Ja, zum Beispiel hierhin. Oder an die Griechenlandfront, wenn wir da noch weiter vorrücken wollen. Stimmt, wir müssen dort ja auch, zwar weit entfernt, aber wir müssen dort ja auch wieder Truppen stationieren, wenn wir Thasos erobern. Dann haben wir eine weniger zum Vorrücken. Ja, ich denke, wir werden den langen Marsch hier oder vielleicht sogar hier noch agieren. Kann auch alles sein. Dann gehen wir erstmal bis hier hin und entscheiden dann weiter. Hier unten für die Defensive wäre es verschwendet, da noch eine dritte Einheit hinzustellen. So, jetzt ist die Brücke gebaut, Leute. Ein großer Moment. Wir nehmen Antanders her. Der hat auch einen Angriffsbonus. Und können jetzt dorthin, ne? Und können jetzt hier angreifen. Und da ist noch eine Stadt, von der wir noch nichts wissen. Okay, auf jeden Fall haben wir ohne große Verluste die Goldmine für uns erobert. Und was ist das für eine Stadt? Eine autorysische Stadt. Hier oben ist Chalkidike, das wissen wir. Mit denen sind wir auch im Krieg. Also, eigentlich, warum sollten wir jetzt hier stoppen, ne? Wie sieht's aus mit der Zufriedenheit? 131%. Ich glaube, wir können es uns erlauben, die Einheit hier rauszuziehen. Dann gehen wir jetzt hier mit denen dort vor und mit denen hier. Das ist doch in Ordnung. Und du baust jetzt erstmal noch eine Straße nach Neapolis, damit die Versorgung gesichert ist.
Und wir gehen jetzt hier aufs Schiff. Und jetzt müssen wir irgendwie hoffen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal da drin, weil dann können wir in der nächsten Runde hier direkt ausladen. Das können wir, glaube ich, jetzt nicht. Und im Hafen sind wir meines Erachtens gesichert. Also werden wir uns jetzt nicht fortbewegen. Ich denke, das ist die richtige Strategie. So, dann jetzt die Frage. Was tun wir mit diesem blöden, berittenen Krieger? Der kann überhaupt nicht angreifen. 0,1 hat aber vermutlich noch eine gute Verteidigung. Gleiche Chancen. Wir müssen aber den irgendwie mal angehen. Komm, wir greifen an. Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Naja, immerhin, wir haben den Gegner besiegt, aber auf Kosten einer Kavallerie. Okay, also wenn die hier gebaut ist, kommt dann gleich die nächste, würde ich mal sagen. Aber wir haben ja hier ja auch noch eine. So war es aber auch. So, wie sieht es hier aus mit dem Nachschub? Ich gehe, glaube ich, mal weiter hier vor. Da können wir nicht durch, wir müssen da lang gehen. Da haben wir auch Waldflächen. Ist dann eigentlich egal, wo wir jetzt lang gehen. Die Nomaden, ja. Ich will den hier nicht mehr hinbringen. Weil wenn wir attackiert werden, haben wir dort heftige Mali. Wir bringen den mal zurück. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit der Kavallerie weiter vor. Ah, und hier kriegen wir jetzt Probleme. Jetzt haben wir hier Nachschubprobleme. Aber wir gehen mal ein bisschen voran. Wir gucken mal. Wir können ja jederzeit wieder zurückreiten. Das ist ja der Vorteil der Kavallerie. 9. Da können wir nicht hin. Warum? Verstehe ich nicht. Ach, weil dort... hier ist eine Stadt entstanden. Von Argolis. Und... das wiederum gehört zum Thessalischen Bund? Man sieht es hier. Das ist das Gebiet des Thessalischen Bundes und das ist Argolis. Oder, ja, Argolis Peonia. Kurz mal auf die Karte gucken. Die sind das hier. Mit denen handeln wir sogar. Ich meinte, was man machen könnte, wenn unser General hier wieder dabei ist, der ist schon bei 78%, dann könnten wir hochreiten und die Stadt beeinflussen. Vielleicht läuft die über. Das wäre dann die Stadt, die wir eigentlich hier selber bauen könnten. Wäre auch ein Weg, ne? Jetzt ist die Frage, können wir uns das erlauben, hier diese Mine anzugreifen? Ich denke ja. Toll. Sieg, aber nicht erobert. Großartig. Und immerhin, wir werden, glaube ich, dort versorgt. Nein, kein Nachschub. Okay. Ja, das ist genau das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Der Angriff hat es natürlich jetzt gekostet. Okay, wir müssen aber... ja, wir können da nicht hinziehen. Wir können nicht helfen. Ich hoffe, die Kavallerie wird nicht auch noch sterben in der nächsten Runde. Wir müssen jetzt hier erstmal stehen bleiben, weil wir selber keinen Nachschub haben. Dafür werde ich jetzt aber mal befestigen. Der Nomade bringt uns jetzt hier meines Erachtens nichts. Also wenn da wirklich... nee, der bleibt erstmal so stehen. Gut, was haben wir hier noch? Du musst auch stehen bleiben. Du warst dort zu Besuch. Dein nächstes Ziel ist die Hauptstadt hier ganz hinten. Hier sind keine Feinde, insofern kannst du, glaube ich... erstmal so losreiten. Bewegst du dich mal dorthin. Nachher, wenn es in Richtung Norden geht, dann ist dort natürlich Athen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und das war's. Mehr Einheiten haben wir nicht zu bewegen. Ja, mehr machen wir dann auch nicht. Okay, dann schauen wir an, was der Gegner jetzt noch so fabriziert. Vor allem bin ich gespannt, ob diese Kavallerie überleben wird. Ob der Thessalische Bund hier Truppen stationiert hat oder ob das die einzige
Kavallerie war, die sie noch zur Verfügung hatten. Das wäre natürlich großartig, ne? Na, wir sehen. Wir werden es gleich sehen. No, die greifen uns an. Ernsthaft? Die unabhängige Städte? Was geht denn jetzt ab? Ja gut, klar, wenn sie den Gegner angreifen können, also wenn sie die Stämme da angreifen können, können sie uns auch angreifen. Gott sei Dank überhaupt keine Verluste, aber das verändert ja jetzt die Lage doch nochmal dramatisch, ne? Wir hatten sogar den minus 50% Selbstheilungsmalus, weil ich nicht davon ausgegangen bin. Gott sei Dank haben wir den Verteidigungsbonus gehabt. Oh, das war ja... Huiuiui, das hätte auch schief gehen können. Die freien Städte sind ja echt unangenehm. Schaut euch das mal an. Die müssen wir jetzt echt im Blick behalten. Oha, das Mysien wird da von allen Seiten jetzt aufgefressen, habe ich das Gefühl. Beozien greift ganz schön in den Norden aus. Auch erstaunlich. Die haben da ganz schön aufgeräumt. So, die armen Mysier verteidigen ihre Hauptstadt. Aber sterben. Bei der Verteidigung. Versuchen noch weiteren Nachschub dorthin zu bekommen. Verstärkung. Jetzt sind es die Lydier, die angreifen. Na, Pergamon nimmt man nicht so schnell ein, aber wenn die Stadt fällt, dann war's das. Nächste Stadt erobert. Und die Phryger sehen auch schon sehr in Bedrängnis geraten aus. Okay. Was ist denn das? Das Geheimnis um den Gürtel der Hippolyte ist gelüftet. Es wurden Informationen über den Gürtel der Hippolyte entdeckt. Der Gürtel der Königin der Amazonen galt lange Zeit als verschollen. Der Held oder General, der ihn findet und den Amazonen zurückbringt, wird die Gunst der mächtigen Kriegerinnen gewinnen. Gewiss ist dies eine würdige Aufgabe für unsere großen Generäle und Helden. Ja, toll. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Neue Technologie, Seefahrer. Jetzt können wir erstmal die Galeeren bauen, regulär. Die sind aber schlechter als 2-2 haben die, als die Trieren, die wir durch die Eroberung dort jetzt schon bauen können. Okay, das nächste, wie es aussieht, wäre hier Disziplin. Das ist eine ganz gute Sache. Ist noch was möglich? Ohne zu investieren? Ich glaube nicht. Ja. Dann gehen wir hier. Drill Arena. Kostet uns wieder ein bisschen Gold. Aber hält sich in Grenzen. Friedensangebote, Drüsen? Nein. Wir wollen doch gerade noch eure Stadt erobern.
Okay, wartet mal. Chalkidike möchte, dass wir mit Korkyra Frieden schließen. Wir sind mit denen tatsächlich noch im Krieg, weil, warum sind wir eigentlich mit denen im Krieg? Ich weiß gar nicht. Gibt gar keinen, hat sich so ergeben. Ja, unsere werten Nachbarn, was die wollen, machen wir gerne. Mal gucken, ob sie ja sagen, ne? Das steht dann noch im anderen Blatt. Was ist das denn? 17 Eisen wird uns angeboten. Puh, ja, weiß ich nicht. Für 4 Runden. Aber was sollen wir dagegen leisten? Gold und Getreide. Das werden sie mit Sicherheit nicht machen. Kann ihnen jetzt hier so 3, 4 Gold anbieten und 3, 4 Getreide. Wir machen das mal. Glaube ich nicht, dass sie sich auf so einen Deal einlassen. Wir können auch noch. Ach Quatsch, das wollen sie gar nicht. Gold sind sie gar nicht interessiert. Aber machen wir trotzdem mal. Im Moment haben wir ein bisschen Gold. Sklaven und Nahrung und Eisen. Joa. Ach so, nee, Quatsch. Eisen bieten uns selber an. Hä? Was ist denn das für ein komisches Angebot? Wie viel Prozent haben wir? 34. Na komm, bieten wir nochmal 3 Sklaven an. Ich glaube nicht, dass sie das machen. So, Argolis. Einheitensichtbarkeit, okay. Ja, das ist, glaube ich, die Kavallerie. Aber Gott sei Dank wird sie nicht angegriffen. Insofern ist das nochmal gut ausgegangen. Okay, wir haben einiges vor in der nächsten Runde. Wir wollen hier übersetzen und so weiter. Wir können hier oben vielleicht trotzdem noch einen Angriff versuchen, ohne Nachschub. Müssen wir mal sehen. Und zu guter Letzt will ich noch mal Folgendes machen. Ich will einmal hier auf die. Erstmal die neue Mission uns angucken. Was wir da gefunden haben, beziehungsweise am besten auf der Karte sich das angucken. Die Missionskarte. Der Gürtel. Wo finden wir den denn? Okay, hier. Orte, an denen Amazonen gerüchterweise leben. Cool. Wir sind ja in der Nähe. Da können wir dort doch gleich Halt machen. Wie praktisch. Das können wir angehen. Und jetzt will ich aber noch mal was anderes machen, nämlich genau die Siegbedingungen. Und zwar mal gucken nach militärischer Stärke. Wir sehen. Okay, die Achämeniden 73, Lydien 71, Karien 68. Wir sehen jetzt mal, was hier die stärksten Nationen sind. Athen 48 nach uns, dann Boeotien 44. Der Thessalische Bund erstaunlich stark mit 40, muss ich mal sagen. Thessalenperei immer noch relativ gut mit 37 dabei. Die Enkeleer bei 1%, die haben halt nichts mehr. Ja, auch mal ganz interessant, einen Blick darauf zu werfen. Okay, liebe Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.